Läuft? Läuft. Achso, okay, jo Leute, ich bin Yannick und ja, heute gibt es einen kleinen Vlog, Training trotz Corona, jetzt fahren wir gleich nach Holland, bisschen trainieren, danach noch ein bisschen was essen und so weiter, gucken wir mal. Wir sind auf jeden Fall schon zu spät, man muss ja mal einen Termin ausmachen, 5 Minuten sind wir schon drüber, deswegen würde ich sagen, schnell rein und los und peace. Ersten 4 Wochen des Lockdowns hast du nicht trainiert, ne? Nee, genau, da habe ich nicht trainiert. Bisschen gechillt, dann dachte ich so, ja, sind ja nur 4 Wochen, aber dann hieß es ja auf einmal, oh, ich brauchte euch gar keine Gedanken über Lockerungen machen. Als ich das gelesen habe, so am selben Tag, bin ich hier rübergefahren, habe mich angemeldet, so. Ja, das sind 15 Minuten Fahrt, also eigentlich wie eine normale Fahrzeit ins Gym, so. Viele denken auch so, man muss in Quarantäne oder so, aber das stimmt nicht, dass nur wenn du jetzt sehr tief ins Land gehst oder in Risikogebiete, wenn du jetzt hier an der Grenze zum Aldi einkaufen gehst oder mal ins Gym gehst, ist da offiziell eigentlich gar nichts. Sieht man auch, also da sind teilweise jetzt mehr Deutsche im Gym als Holländer. Und das Witzige ist, ich habe das in der Story schon mal erwähnt, in Holland, die wissen gar nicht, was Stoff ist. Also die kennen so das Enhanced gar nicht. Die gucken dich an, als ob die, ja wie gesagt, als ob die das noch nie in ihrem Leben gesehen hätten. Ja, die Frauen sind sehr stabil dort, kann man auch mal sagen. Ja, die sind, glaube ich, bodybuilding-mäßig auch noch nicht ganz so weit wie hier, ne? Auch was Wettkämpfe angeht. Nee, das stimmt, die Männer vor allem nicht. Die Frauen sind schon teilweise echt fit und auch so, weißt du, Wellnessklasse und so, aber Männer, ich weiß auch nicht, was bei denen da ist. Kann man sowas sagen, dass du jetzt in Vorbereitung bist oder noch nicht so richtig, ne? Nee, nee, ich bin ja immer in Vorbereitung quasi. Ich mache ja immer Training, Ernährung und so, so 90% optimal. Aber dass ich jetzt Diäte oder ultra krass chemische Keule reinhaue, das noch lange nicht, nee. Was wiegst du aktuell jetzt? 130 jetzt. Ich hatte jetzt eine kleine Pause gemacht, bin runter auf so 122, jetzt wieder auf 130 und jetzt kann es ab jetzt wieder Steigerungen geben, wo ich halt noch nie war. So das Höchste war ja mal 134. Da komme ich hoffentlich bald wieder hin und dann gucken. Und ja, die es nicht wissen, ich war gestern beim Chiropraktiker. Der hat viel eingerenkt und mir auch ein bisschen Wissen vermittelt. Zum Beispiel, ich hatte damals ein bisschen Knieprobleme. Der hat gemeint, das Knieproblem liegt gar nicht am Knie selbst, sondern das Knie, das leidet meistens, wenn entweder die Hüfte oder das Fußgelenk eine Schwäche oder eine Störung hat. Und bei mir war das so, das Fußgelenk hatte eine kleine Schwäche, das haben wir jetzt so quasi behoben. Geht auch schon viel besser. Das ist nur so ein Beispiel, dass man halt mit leichten Sachen, wenn man die Ursache kennt, echt schwere Probleme beheben kann. Ja, und sonst hat er mir auch viel am Rücken und Nacken eingerenkt und ausgeknackst, oder wie man das nennt. War auf jeden Fall echt gut. So, das Intra hier, Kokosnusswasser. Ist ganz bekannt dafür geworden, ne? Kultgetränk vom Team Janimon. Auch hier diese Marke Techno Gym. Das ist tatsächlich die. Ne, wie heißt das hier? Warte mal, das hatte. Ne, Pure Strength heißen diese Geräte. Das ist von Techno Gym die Marke. Diese Hardcore-Marke, wie bei Hammer Strength, dass die Hardcore-Marke von irgendwas anderes ist. Auf jeden Fall ist die Marke super geil. Ich muss sagen, Pure Strength, das sind die besten Geräte, die ich jemals hatte. So. Einzigster Nachteil, muss ich sagen, zum Beispiel bei der Beinpresse auch, die Polster sind extrem weich. Ist zwar gemütlich hier zum Sitzen, so, aber man versinkt da so ein bisschen und ist auch wackelig. Aber von der Bewegung her super geil. Das hier ist jetzt der Hauptsatz von der Aufwärmübung. Also das ist so eine Aufwärmübung, weil das jetzt, wo das viele Platten sind, nicht so ultra schwer ist. Danach kommt noch mal eine Aufwärmübung, werde ich ein paar Überzüge machen und dann die Hauptübungen hier Langhantel rudern, dann mal gucken, so weit habe ich gar nicht weitergedacht. So auf jeden Fall mal bis jetzt. So genau, zweite Übung, Überzüge, zweite Aufwärmübung, so nenne ich das. Die erste Hauptübung, ich habe schon ein bisschen mit dem schlimmsten Feind des Bodybuilders zu kämpfen und das ist der untere Rückenpump. Tut schon ein bisschen weh gerade, aber ich setze mich kurz hin und dann
fangen wir mit den Arbeitssätzen an. Ja, wird schon was gehen, denke ich mal. Also 180 auf jeden Fall. Wenn es jetzt gleich die erste Verwarnung gibt, dann liegt das daran, dass ich schon wieder die Schuhe ausgezogen habe. Aber ich habe einfach einen besseren Stand so, deswegen. Ja. Jetzt noch mal was für ein Latt, was Schweres. Ein bisschen Latt ziehen und hier das Handgelenk. So sieht das entweder nach einem Sexspiel aus oder nach einem Rückentraining. Machst du aktuell Arme auch nicht separat, sondern extra am Rückentag? Nee, aber ich mache immer, also mein richtiger Split ist ja Brust, Waden, Rücken, Nacken, Schultern, Trizeps, Hams, Bizeps und dann Quads. Aber ich mache das so, weil mir einmal die Woche Bizeps zum Beispiel nicht ganz reicht, dass ich am Ende vom Rückentraining immer noch ein, zwei Sätze Arme am Ende mache, also Bizeps. Am Ende von Brust auch nochmal ein, zwei Sätze Trizeps und ein, zwei Sätze Schultern. Also nochmal separat ein, zwei Sätze nochmal nach jedem Training, um halt noch einen zweiten Reiz zu setzen die Woche, aber auch nicht zu viel, weil sonst die Regeneration nicht hinterherkommt. So mache ich das genau. Also fest split und dann immer noch flexibel ein paar Sachen dazu splitten. So, das war's Training. Ja, war gut. Rücken geballert. Jetzt geht's gleich noch raus. Eine quarzen, eine Kippe rauchen und dann was essen. Die nehmen wir euch natürlich auch noch mit. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Folgt mir und folgt Body Impulse. Und dann bis gleich. So, wie alle, die mich wissen, alle, die mich kennen, wissen, ist Sushi fester Bestandteil meines Off-Season-Ernährungsplans. Deswegen bin ich jetzt hier mit Mika auch Sushi ballern gegangen. Wir haben hier einen Wakame-Salat, sehr viele Vitamine, Mineralstoffe, bisschen Karotte, bisschen Sesam. Sushi generell eigentlich auch super, super gut. Du hast viel Reis, also Kohlenhydrate. Man muss sagen, für die Diät ist das sehr wichtig zu wissen, dass der Reis mit Zucker verklebt ist. Also ist jetzt nicht super clean, aber für die Offseason eigentlich ideal, vor allem für einen schnellen Stoffwechsel wie mich. Du hast Fisch, Omega-3-Fettsäuren, du hast Avocado, gesunde Fette, du hast Proteinquellen, Meeresfrüchte, auch wieder Fisch und viel Gemüse noch mit bei. Eigentlich eine ideale Mahlzeit, zum Schluss noch Ingwer, Antioxidantien, Verdauung, Entzündungswerte, alles. All the good stuff und ja, deswegen wird das jetzt geballert und dann gibt es noch ein kleines Q&A
Und genau, danke für euer Interesse auf jeden Fall. Ich hoffe, die Infos sind auch ein bisschen was wert für euch oder entertained zumindest. Und ja, dann wird jetzt reingehauen. So, wir haben ein paar Fragen vorbereitet, die wir bei der letzten Fragerunde auf Instagram bekommen haben. Die darf jetzt Yannick einmal beantworten. Fangen wir mit der ersten Frage an. Und zwar, darf man Tutka zusammen mit Orals nehmen oder müssen ein paar Stunden Abstand dazwischen sein? Ja, das ist eine gute Frage. Ist tatsächlich auch schon so gut wie beantwortet mit der Frage. Also ganz klar, ja, muss Abstand dazwischen sein. Das liegt daran, dass Tutka zwar die Leberentgiftung fördert, aber wenn man das im zu kurzen Abstand mit Sachen, die die Leber belasten, nimmt, dann fördert das eher die Leberbelastung. Also mindestens 4 Stunden Abstand. Ganz easy eigentlich. Ich nehme mein Tutka morgens nüchtern immer. Und dann, je nachdem, die Orals halt dann entfernt, über den Tag verteilt oder Pre-Workout meistens auch. Je nachdem, welches Oral. Ja. Okay, super. So, die nächste Frage wäre, für Netty lieber mehr Intensität und kurz trainieren oder mehr Volumen? Generell bei sowas gilt immer die Regel, je höher frequent man trainiert, desto mehr Gains macht man auf dem Papier. Jetzt muss man aber diverse Faktoren mit einspielen. Einmal ist die Regeneration sehr, sehr wichtig. Wenn ich jetzt Netty bin, ist meine Regeneration nicht so krass, dass ich wirklich, wenn ich hochfrequent trainiere, meinetwegen 2-mal die Woche jeden Muskel, dass ich wirklich sehr hart trainieren kann oder sehr hohes Volumen trainieren kann. Und genau, also da muss man manchmal so einen Mittelweg finden. Und jetzt auch zu der Frage, High Intensity ist für Netty zwar sehr gut, weil auch wieder das Cortisol nach gewisser Zeit steigt, vor allem eben als Naturalathlet. Aber auch hier, wenn ich sehr intensiv trainiere und sehr kurz, habe ich sehr hohe Gelenkbelastungen. Und wenn ich das dann noch 2-mal die Woche mache, dann geht das, wie gesagt, langfristig auf die Gelenke. Also ich würde auch als Netty, das ist meine Trainingsphilosophie, hohes Volumen und kurze Pausen verwenden, aber im Vergleich zum Stoffer wahrscheinlich einen Ticken höher frequenter und dafür generell das Volumen wirklich ein bisschen niedriger schrauben und auch die Intensität. Okay, dann nächster Wettkampf, wann und wo? Das ist natürlich jetzt hier gerade so eine Situation, da weiß man nicht genau, ob man überhaupt richtig starten kann. Also wenn ich einen Wettkampf anfange, dann muss ich mir sicher sein können, dass ich auch starten kann, weil ich mache nicht die ganze Fickerei, nur um dann ein Fotoshooting nur machen zu können oder so, sondern will ich auf die Bühne. Deswegen, also geplant wäre auf jeden Fall Herbst. Ich ziehe im Februar um, das heißt richtige Küche. In dieser Prep habe ich dann sogar mal ein Auto. Dann habe ich auch die Möglichkeit, Cardio zu machen und ohne Stress mit der Uni mich auf das Training und so zu konzentrieren. Das wäre dann Next Level, aber genau, also am liebsten Herbst. Wenn nicht sogar einen Ticken früher, vielleicht sogar Sommer, wenn was stattfindet, aber so Herbst, das wäre so ein Standpunkt, wo ich dann auch richtig meine Prep machen könnte. Und also Herbst, ja. Okay, nächste Frage wäre, kommt ein Video mit Janimon und Urs? Wegen mir gerne, Urs ist ein guter Freund von mir. Wir haben viel gemeinsam, blonde Haare zum Beispiel. Und genau, wäre auf jeden Fall eine Sache, wo ich dabei wäre. Klar, Urs ist in Berlin, ich bin hier in Aachen, aber wenn man sich mal trifft so und das zusammen mit Body Impulse dann noch hinkriegt, so auf jeden Fall, gerne. Noch die letzte Frage. Bekommt man als Netty von zu viel Cardio dünne Beine? Okay, ja, da muss man ganz klar sagen, also man kriegt dünne Beine nicht von zu viel Cardio, sondern von zu wenig Regeneration und zu wenig Trainingsreizen. Also wenn die zwei Sachen passen, dann kannst du so viel Cardio machen, wie du willst und du kriegst dicke Beine, auch als Netty. Jetzt muss man natürlich gucken, wenn ich jetzt schon 2-mal die Woche Beine trainiere und dann auch noch 5-mal die Woche da am Laufen oder Fahrradfahren bin, dann kann das sein, dass die Regeneration drunter leidet. Deswegen indirekt ja, aber wie gesagt, wenn man die zwei wichtigen Punkte beachtet, dann kann man eigentlich alles machen. Dann kann man auch einen schweren Job haben, wie auf dem Bau arbeiten oder so, muss man halt gewisse Sachen dann umändern. So, das war's an Fragen. Jetzt habe ich ja noch von dir heute gehört, dass du einen neuen Sponsor hast. Genau, ja, ich bin jetzt seit kurzem bei Gasp, habe heute auch meinen Rabattcode gekriegt, Janimon10. Das ist hier zum Beispiel von Gasp. Das sind super geile Klamotten, also ich kenne zum Beispiel nichts, was qualitativ an diese Klamotten ankommt, auch vom Stil her ist das sehr einzigartig. Deswegen, ich stehe da voll dahinter, hinter der Marke und ich glaube auch, weil die jetzt in Deutschland noch nicht viele Athleten haben oder viel Marketing gemacht haben, ich glaube, wenn das jetzt so weitergeht und das Marketing bei denen läuft, dann wird das hier die beste Marke Deutschlands. Davon bin ich überzeugt, deswegen, da kann ich voll dahinter stehen. Auch hinter der Community, so jeder kennt Branch Warren, Johnny Jackson und die ganzen Profis haben alle Gasp in Amerika. So, ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber diese Marken, die hier in Deutschland gerade groß sind, so, das sind Leute, mit denen kann ich mich nicht identifizieren und ich glaube, viele andere auch nicht. Die kaufen das nur, weil es das Einzige auf dem Markt hier ist. Deswegen, ich glaube, hier werden viele Leute eine Freude dran haben
Und wenn sie mich supporten wollen, dann können sie auch gerne meinen Code benutzen. Und wenn nicht, auch okay. Das sind tolle Klamotten, gönne ich jedem. Ja. Na super. Ansonsten, wenn ihr weitere Fragen habt, dann würden wir beim nächsten Mal wieder ein Q&A mit Yannick machen. Dann schreibt ihr einfach unter den Kommentare. Ansonsten... Ja, ansonsten könnt ihr auch gerne Feedback geben zum Training oder zum Sushi. Wenn ihr sagt, hey Yannick, trainier mal ein bisschen härter oder mach mal das, dann können wir das gerne auch mal machen oder ein anderes Training. Wie jetzt, wir haben jetzt, glaube ich, fast alles mal durch. Beine, Brust, Rücken haben wir jetzt. Und Brust haben wir noch gar nicht. Nee, Brust haben wir noch gar nicht. Doch, sorry. Brust war das erste Training, ne? Ja, glaube nämlich ja. Auch wenn ihr mal Schultern sehen wollt oder Arme oder so, gerne. Und ja, lasst ein Like da, einen Kommentar. Und ansonsten seht ihr mich auch sonst auf meinem YouTube-Kanal, auf dem Bigson YouTube-Kanal. Auf meiner Coaching Empire-Seite werde ich jetzt ab Ende des Jahres, also diesen Monat, noch sehr, sehr viel Content hochladen. Kochvideos, Einkaufsvideos, wie ich, also so Lifestyle-Sachen, die auch ganz witzig sind, wie die Leute manchmal gucken und so. Wird alles kommen, auch viel gratis. Könnt ihr euch freuen, mehr von mir zu hören jetzt auch auf Insta und beziehungsweise mehr auf YouTube auch. Insta bin ich ja schon sehr aktiv. Ja, ich freue mich auf jeden Fall und ja. Perfekt. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.